So, nicht erschrecken. Sind schon da. Die PlayStation läuft rein, theoretisch müsste das alles funktionieren. Aber ja. Dann müssen wir mal darüber. Webcam bitte. Ah, wunderbar. Ich höre die Vögel zwitschern. Alles sehr, sehr schön. Ja, dann machen wir mal ein Spiel, starten die Verbindung. Das ist aber mein Handy. 19 Uhr ist es. Na, danke schön. Ein neues Spiel einfach mal starten. Ja, das lassen wir so leicht. Das bereits. Nein, ich habe noch nie einen Shooter gespielt. Wir machen das auf leicht. Ganz einfach. So, mal muss ich das noch einstellen für mich, damit ich auch das Bild gut sehen kann hier. Wo ist denn das jetzt? Ja, gut. 1960, Mitte des Atlantik. Ja, zum Glück ist es nicht das Ende des Als mich meine Atlantik. Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, Sie hatten recht. Sie hatten recht. Diese Bastarde. Woher wussten Sie das nur? Bioshock. Ach Gott, Bioshock. 2012, glaube ich, ist das rausgekommen. Ist auch schon. Boah, 12 Jahre. 12 Jahre. Was habe ich 2012 getrieben? Ah, das erste Mal, dass ich spielen kann. Mit 12 Jahren angeschaut. Und endlich ist es soweit. Endlich kann ich es spielen. Ah, ich freue mich. Wobei ich ja zugeben muss, ich habe aus Testgründen habe ich den Anfang bereits gespielt, um zu schauen, ob ich auch überhaupt zurechtkomme mit der Steuerung auf der PlayStation, weil ich eben noch nie einen Shooter gespielt habe. Ja, taucht doch auf, Mann! Er so, ja, auf, rauf! Hübsch hier. Aber waren Sie schon mal in Bad Neustadt? War. Er sieht doch noch immer ganz gut aus, auch nach 12 Jahren. Ich meine, das ist die Remastered-Version auf der PlayStation. Ich glaube, es ist die Remastered-Version. Angeblich, ja. Nichts explodiert. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie, dass sich das Feuer von da ausbreitet und das ganze Ding in die Luft fliegt, aber offensichtlich nicht. Danke. Sehr enttäuschend. Na gut, schwimmen wir mal darüber. Der Vollmond! Ich dachte, da fliegt jetzt noch ein Flugzeug und schaut sich das Ganze an, aber es ist nur von dem da. Ah, schön. Ja, wie gesagt, habe ich aus Testgründen schon den Anfang gespielt, eine Weile, um zu schauen, ob ich mit dem Schießen und so zurechtkomme oder ob ich einfach ganz aufgeben soll und doch lieber Persona streamen soll oder sowas. Ah, automatische Türen, immer gut. Ah. Was sind wir denn hier? Mutti? No gods or kings, only men. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Schön auf Deutsch übersetzt. Ja, ich habe das eingestellt, dass du schön sehen kannst. Das finde ich voll süß. Ja, oh, Wissenschaft. Wo? Oh, hier. Ach so, Science. Dass wenn du drüber hoverst, dass es dir das auf Deutsch sagt. Ich meine, rein theoretisch brauche ich es nicht, aber ich finde es ganz nett. Ich finde es ganz nett. Was ist das eigentlich? Der See. Na. Da, for me. Oh, ist das süß. Die Musik. Ist auch komisch eigentlich. Ich meine, wir sitzen in einem Flugzeug, stürzen brandheiß ab und rennen dann zum, naja, nächstgelegenen Leuchtturm, macht eh Sinn, aber steigen dann einfach in die Tauchkugel und sind so, weißt du was? Ich drücke jetzt diesen Hebel, der mich Gott weiß wohin bringt. Okay. 18 Fathoms. Ach so, wir gehen immer tiefer. Ich meine, doi, aber. Hallo? Ein Werbevideo. Plasmide von Ryan Industries. Fire at your Ich bin fingertips. Andrew Ryan,
Aha. Und ich möchte Sie eines fragen. Nein, ich schau dich nicht einmal an. Schaut einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein. Das kannst du den Sklaven sagen, von da. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Aha. Für etwas Unmögliches. Ein Mann mit einer Vision oder einem Traum, ha? Rapture. Huch. Ui. Finlay. Als ob ich da besser sehen könnte, wenn ich so mache. So, mm. Oh, ist das schön. Bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden, wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen. Hallo. Tag. Guten Tag. Schöner Übergang. Ah, wer ist denn das da am Arbeiten? Ein Wal. Herr Wal. Was? Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Atlas. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Surprise. Mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Ich auch nicht. Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommt. Es ist schon merkwürdig, oder? So zufällig stürzt das Flugzeug da ab, zufällig das und dort. Wir auf dem Weg nach unten ist. Wir haben gesetzt. Wunderbar. Wenn ich das dann zum Test nicht so, um Gottes Willen, Plasmid, wo ist denn L2 und R2? Oh Gott, wie machst du irgendwas? Ah, Mann. Also es geht eh ganz leicht. Also ich bin dahinter gestiegen. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, 5-mal angefangen von vorne. Immer ohne Sound für mich meistens. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Ja, da kommt sie. Mit mir. Johnny, Johnny! Hallo! Armer Johnny! Lassen Sie mich bitte gehen! Sie können meine Waffe behalten! Sie können. Ich glaube, der stirbt jetzt! Ja, naja. Passiert im Besten von uns. Safe! Ja, das bin ich. Jeden Morgen. Nein. Ich war hier schon mal. Entschuldigung, dass sie das so stört, wusste ich ja nicht. Hallo? Könnten Sie vielleicht nicht auf mein... Huch. Was? Hallo? Oh Gott. Bitte hören Sie auf damit. Bitte. Schrei der Enttäuschung. Schrei der Enttäuschung. Ich bin weniger enttäuscht. Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Service-Radio. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Okay. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Ich lass dich nicht hängen. Was steht da? The Great Chain is guided by our hand. Okay. Wir müssen sie aus dem Versteck locken. Will ich das denn? Vita Chamber. Was ist das? Wie, wo, was ist das? Was ist das? Vita Chamber. Sollte es passieren, dass sich einer deiner... Achso, das ist da, wo du spawnst, wenn du stirbst. Alles klar. Wie kannst du denn hier sterben? Wie kannst du denn hier gleich am Anfang sterben, Mann? Ich schenke dir einen Sarg. Achtung, jegliche Nutzung von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Oh, schnell weiter. Upsis. Hätten wir mal nicht machen sollen. Ganz viele Koffer für die Leute, die hier ankommen. Huch! Cancelled, die ganzen Tauchkugeln. Hier kommen sie! Okay. So freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen. Verdammt, Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Drecksgesindel. Eingekesselt? Das war eine. Das war eine einzige, Mann. Sie kam immer wieder zurück. Nennst du das Dankbarkeit?
ich nenne das penetrant, aber ja. Der kommt jetzt von rechts. So, sterben, Mann. Ah, tut mir leid, ich habe das schon so oft gemacht. Ich kann nichts dafür. So, essen. Peppriegel auch, warum nicht? Ja. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie so ein Zug, der abgestürzt ist da drüben, aber... Du fragst dich doch, was hier passiert ist. Was ist denn das? Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. 5. November 1946. Ich scheiße auf deine Vision. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Wollte ich nicht, wusste ich, dass das geht. Hoppala. So, dann holen wir uns gleich das ganz Bekannte aus Bioshock. Und rammen uns diese Spritze wie ein Heroin-Junkie, der wir sind, in den Arm rein. Sehr schön. Wer tut denn sowas? Stell... Oh. Okay, Bro. Ganz entspannt, Junge. Ganz entspannt. So richtig so... Ja, beruhig dich, Mann. Alles gut. Dein ganzes Inneres verbrennt nur gerade, aber ganz ruhig. Von wer tut sowas? Wer geht so herum? Was, die Rohrzange ist ja in Ordnung, aber dann geht er so rum, findet eine Spritze und ist so... Haha, warum wohl? Elektro. Ich bin Pikachu geworden. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling. Ich schnell weg. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Ich verdiene alle Liebe, die ich bekommen kann. Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Ich meine, früher oder später, ja, wir alle kommen früher oder später in die Konservendose, aber bis dahin... Hello! Oh, Big Daddy. They're so cute. Unless they want to kill you. Bitte ignoriere das Licht, das aus meinem Bauch kommt. Die Little Sisters sind so süß. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das in dem ist oder in Bioshock 2, aber in einem von den beiden kannst du... Ja, alles in Ordnung. Kannst du, das sehen, was die Little Sisters sehen. So, warum sie die ganze Zeit reden von wegen Engel und sowas. Dann siehst du das, warum... Okay, kann ich noch nicht machen. Alles klar. Türsteuerung. Tada! Und jetzt kann ich den Mülleimer durchsuchen. Rohrpost! Entschuldigung. Die Rohrpost! Yo! Ah! Ich hab nicht das gemacht. Airblock active. Okay. Einmal durch das Flugzeug, wo das Teil jetzt herkommt. Wie kann denn das von da ganz oben bis nach unten? Wir sind ja mega weit nach unten gefahren mit der Tauchkugel. Und dass das so gerade, würde es nicht an irgendeinem Punkt so runtersinken? Naja, ich kenne mich ja nicht aus. Uah, da bin ich runtergerutscht. Jui, Wassertempel aus Twilight Princess. Guck mal, die Fischis. Arme Fischis. Nö, okay. Geh nicht. Tür auf. Hallo. Irgendwer da, irgendwer zu Hause. Mülleimer. Ach so. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Gehen wir mal da lang. Eve-Spritzen, immer geil. Da können wir, wenn wir wieder so, der rennt hier einmal um die Ecke und ist verschwunden. Hey! Huch! Normalerweise, Entschuldigung, stimmt mal. Normalerweise ist er immer hier hinten, wenn ich ankomme. Also er rennt auch vorbei, aber er ist normalerweise dann hier und erwartet mich. Das hat mich jetzt überrascht. Ich hab mich im Griff, wenn es sein muss. Okay. Ich nicht. Ta! Ach, ist das schön, Leuten eins über den Riebel zu ziehen. Ist das Ekel eine Kostprobe? Nee. Böser Mann. So, einmal reinrammen.
Tiefspritze. Wir machen das ganz schnell. So, jetzt habe ich Leben verloren, weil der Sack gebrannt hat. Was ist denn das? Pardon? Achso. Pardon, oh, das. Pardonne-moi. Oh. Pas de problème. Ab in den Aufzug. Und weiter geht's. Jui. Hui. Ja. Hui, ja. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Ist mir doch egal, Mann. Schau, ich kann die Decke berühren. Ha! Dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Ich weiß ja nicht mal, was hier los ist, Mann. Ich bin auf einmal aus dem Nichts in irgendeiner gottverdammten Stadt unter dem Meer. Und auf einmal will da dieser Mann, ich habe seinen Namen vergessen, Atlas, dass ich seiner Familie helfe. Folge der Kompassnadel. Ja, die ist immer sehr hilfreich. So, einmal schnell umschauen hier. Was haben wir denn da? Was ist das? In liebender Erinnerung. Oh, das muss so scheiße gewesen sein. Wie da das ganze Chaos losgebrochen sind, haben die Leute noch angefangen, sowas hinzulegen und waren so, sweet, I miss you. Hallo? Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne spüren? Zähne an der Brust sind sehr unangenehm. Sterben Sie bitte. Danke. Ich hab deine Waffe. Ja, guck sie dir an. Oh Gott! Oh, she ugly. I mean, beautiful. Jeder ist wunderbar. Jeder Mensch ist wunderschön auf seine eigene Art und Weise. Ja, das kann ich sehen. Scheiße, Alter. Was hier nur passiert? Vor allem überall diese Masken. Happy New Year, 1959. Nischt, okay. Partyhut! Kann ich den aufsetzen? Nö. Da hat doch gerade wer geredet. Also ich hab's zumindest gehört. Hallo? Ich glaube, da regt sich wer auf. Und da drinnen war gerade wer. Das sind die Little Sisters da in den kleinen Röhrchen. Hallo? Wo bist denn du? Oh, was ist das denn? Das kenne ich noch nicht. Okay. Hallo? Irgendwer da? Oh, ein Tagebuch. Loch, was? Ich habe es nicht gelesen. Mann, Schnauze jetzt! Erklären, warum seit fast drei Wochen ein riesiges Loch in der Wand Toilette benutzen, geil. Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater. Die Leiche durchsuchen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Das ist das ein Akronym für was anderes? Ah! 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 Arschloch! Digga! Das geht doch nicht! Was ist denn? Wie hast du denn hier geschissen? Du hast die ganze Kloschüssel weggesprengt, Alter. Ja, ich warne dich, Junge. Wer ist denn hier und labert? Bist du hier? Ach so. Nee, da will ich noch nicht hin. Huch, Waschbecken benutzen, ja. Immer schön Hände waschen nach dem Klo. Was ist das? Verbandskasten und Geld? Brauche nicht, bin voll. Wer regt sich denn da so auf? Die ganze Zeit. Ist das. Ach so, das unten. Genau, warte, warte, warte. Da war ich ja. Ich bin nämlich immer sofort hier nach unten gerannt. Zu dem Sack hier. Hallo. Gib mir mein Adam. Er hat sich resettet. Gib mir mein. Sack. Also, Limit erreicht. Ja, ja. So, jetzt ist da irgendwie. Charlie! Oh! Verdammt, sie sind aber flink, Olle. Sie sind aber flink unterwegs. Ja, ramm dir die Spritze rein. So gehört sich das. Und gleich eine neue dazu. Was haben wir da? Die Küche. Auch wunderschön. Verbandskasten. Wir können ihn mal benutzen. Und neun aufheben. Ist zwar nicht viel, aber wir nehmen, was wir kriegen können. So. Dollar. Dollar. Was geht denn da ab? Ah, Geld. Merlot will ihr nicht trinken. Wir trinken keinen Alkohol, solange es nicht notwendig ist. Einfach weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich es tue. Ich glaube nicht viel. Wenn du eins Bleiße im Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Tada!
bin gut, ich weiß. Trinken, trinken. Alle so viel Alkohol. Ist da Geld? Nee, ist Verbandskassenröhre nicht. Ich dachte, da ist eine Kasse. Ah, da ist sie. Ich war schon so. Where did you go? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Ach so. Hä? Oh, jetzt habe ich ihn getrunken. Na gut, macht nichts. Oh, Eve-Spritze. Okay, warte. Zack. Dollar aufheben. Tagebuch anhören. Tagebuch. Danke. Oh, der Teddy schaut raus auf sie. Ah, wie süß. Die Fische bewegen sich überhaupt nicht. Ist das normal? Oder sind die... Aber die bewegen sich. Das ist komisch. Was machen die da? What are they doing? Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Ah. Dumm genug. Ist aber ein bisschen gefährlich, was ich da mache. Was ist passiert? Ach du meine Güte. Ich blute! Was passiert hier? Die deutsche Synchro ist so wunderschön. Ah, Geld. Ein Dollar. Ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet. Was haben die mit dem ganzen Alkohol hier? Was ist denn das? Ich will nicht den ganzen Merlot aufsaugen. Der tschechische... Was? Tschechisch? Tschetschenischer Wodka, Entschuldigung. Tschetschenischer Wodka. Ich brauche keinen tschetschenischen Wodka erst. Was haben wir da? Was ist hier los? Zigaretten auch noch. Hefspritze? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Gute Frage. Essen. Was habe ich? Jetzt rauche ich eine. Verdammt! Jetzt habe ich die Zigaretten aufgehoben. Noch mehr Zigaretten. Hört doch mal auf! Ich meine, welches Jahr haben wir? Ich habe es vergessen. 19 oder 18 irgendwas. Warte, was steht hier? 1959. Da war das noch in Ordnung. Heutzutage, wenn dich irgendwer mit einer Zigarette erwischt, schauen die Leute dich ja an, als ob du den Krebs gepachtet hättest. Ja, jedem das seine. Habe ich dich schon durchsucht? Eigentlich schon, ne? Ah ja, du hast noch Verbandskasten, aber... Ah! Böse. Das geht so nicht. Warte mal kurz. Kann ich eigentlich den... Ja, okay. Weil die Eve-Spritze kann ich nur... Warte, ist das... Pistole? 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 Habe ich noch gesehen? Ja, Kugeln. Weil die, die Eve-Spritze kann ich nur benutzen, wenn ich eben L2 gedrückt habe. Und... Deswegen... Ich war da so... Wieso... um die Ecke. Hallo. Ich habe mich so erschrocken gerade. Ich war so, ha! Dude. Weil ich war so verwirrt, wie ich das erstmal gespielt habe. Ich habe einfach nur schnell durch, zack, 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 um zum Testen, ob die Aufnahme auch läuft und sowas. Und wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Natürlich. Ich kann jetzt auch nicht überspringen, interessanterweise. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Sie macht immer die gleiche Bewegung. Deine Vorstellung davon, was recht oder schöne Animation. Ja, aber sie sind so niedlich, verdammt. Hier habe ich die Treppe gesucht beim ersten Mal. War ich so, wo zum Teufel? Ach da. Dachte schon, das ist ein Bug oder so. So, jetzt beobachten wir zum ersten Mal. Sie sauft ja das, was auch immer. Keine Ahnung. Oh. Oh oh. Wo war denn der überhaupt? Wir sind da gerade oben gewesen. Der schmeißt den Stuhl. Er ist so... Bitch. How dare you? Oh oh. Autsch. Das ist der Big Daddy. Oh yeah. So, pass mal auf, wie schnell die jetzt weg sind. Pass auf, pass auf. Die gehen jetzt da durch die Tür. Ich krieg meine Waffe wieder. Und zack! Und sie sind weg. Aber verschwunden. Obwohl der Big Daddy so herumstampft, sind die in 2 Sekunden verschwunden. Das ist unglaublich. Als ob das Spiel... Kommentar des Regisseurs? Was? Das ist eine Folge von Kommentar des Regisseurs. Ich kann nicht mehr lesen. Regisseurs freigeschaltet. Spiel sie jetzt ab oder schau sie später im Hauptmenü an.
Achtung, Spoiler. Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte, einschließlich ihres Endes. Gibt es nicht mehrere Enden? Spieler, die Bioshock sind, sollten zunächst das Spiel zu Ende spielen. Okay, warte mal. Zurück. Okay. Cool. Yeah. Wir machen das nicht. Ich kenn Bioshock eben nur von vor 12 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Komm ich da? Gar nicht, nein. Also, und da habe ich nur ein Let's Play angeschaut und das auch irgendwie... Was war das jetzt? Eve's Garden? Komm, bite the apple! Was konnte ich da gerade? Da war doch irgendwas. Naja. Ach so, okay, nein. Okay, gut, nein. Ja, in Ordnung. Bitch! Nein! Wie kann die noch reden? Die ist doch tot. Nur einmal durchsucht, alles in Ordnung. Wie gesagt, kenne ich es nur sporadisch von Let's Plays her, aber ich habe das auch nie wirklich ganz angeschaut. Muss ich zugeben. Weil irgendwann habe ich das Interesse verloren, mir das anzuschauen. War so, ich spiele es irgendwann selber. Eve-Spritze. Ja, Mann, schließen. Einmal, zack. Und dann die Leiche durchsuchen und die Spritze mitnehmen, Mann. Nimm sie mit! Unfassbar. So, ihr müsst mal sterben, bitte. Da sind zwei gewesen, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen fix unterwegs. Ich weiß. Wenn du das 15 Mal schon gespielt hast, bist du irgendwann so, hui! So, wo sind wir? Altruismus ist die Wurzel aller Sünde. Ich weiß nicht, was Altruismus ist. Da haben mich meine Deutschkenntnisse doch im Stich gelassen. So, warte mal da. Good morning, Ohio, good morning world. Rapture. So, mal hier irgendwen. Hallo. Sind wieder die Toiletten. Irgendwas aber großzügige Toiletten. Naja, wobei. Wie viele sind das? 2, 4, 5. Naja. Mit das Bandagen. Brauche ich nicht, aber egal. Die brauchst du dann eher, wenn du auf schwierig spielst oder sowas. Ich dachte, ich habe was gehört. Im echten Leben, nicht im Spiel. Ah, na gut. Wo sind wir denn da? Good morning, Rapture. Ja gut, dann gehen wir da lang. Was? Wieso? Wie unhöflich. Wer lacht denn da so scheiße? Das ist aber unhöflich. Na komm runter. Na komm. Ich schon. Arschloch. Wer? Sag mal. Sack. Was soll denn das? Oh, du bist verschwunden. Gibt's nicht mehr. Huch. Lass mich mal untersuchen hier. Da. Alles mitnehmen. Diebspritze. Okay, hat sie auch noch erwischt. Alles gut. Er hat nämlich schon abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Relax, mein Freund, relax. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Ist hier noch irgendwas? Achso, jetzt hat er die Eve-Spritze eh mitgenommen, weil er automatisch benutzt hat. Okay, kann ich das da durchsuchen? Ja, Lagerkisten! Oh, scheiße, aber Alkohol drin. Ich will Alkohol rein. Der Brennermülleimer. Ah, scheiße. Kommt da nicht hin. Ich meine, hat er gerade gesagt. Scarecrow. Ah, scary. Figures. Da raucht's. Da raucht es den Leonardo aus Teenage Mutant Ninja Turtles drunten. Der hat auch keinen Bock auf die Scheiße. Verständlicherweise, wenn du dir das hier anschaust. So, wo sind wir denn da? Aha, okay. Hier kommen wir nicht weiter. Ganz schön viele... Little Nightmares 2 Bildschirme. Sehr unhöflich. Die Leute sind ja alle sehr, sehr unhöflich, muss ich sagen. Die Türen gehen zu, Feuer wird mir in den Arsch gebrannt. Ich meine, das ist... Leute. Dein Bild bewegt sich ja nicht einmal. Liegt das daran, weil das zu schwer zu animieren ist, damals in 2012? Oder... Es ist einfach ein stilisch. Stil. Eine Stilfrage. Hui! Hui!
Servus, Baba, Vierti, auf Wiedersehen, was auch immer du sagen möchtest. Prost! Ah. Na komm, traut euch! Komm! Schaffen die es irgendwann durch eigentlich? Die Musik schwellt zwar an, aber eigentlich interessiert es mich, ob die da durchkommen. Mach schon! Na komm! Trau dich! Los! Please stand by! Ich glaube, die schaffen es nicht. Nee, es sind nur laute Geräusche. Dann gehen wir. Es hört sich an, als wäre da hinten so eine Masse aus lauter Splicern. Die Wahrheit ist... Oh, es hat... es hat es automatisch gemacht. Es ist so... Shut the fuck up and move! I'm sorry! Ziele immer auf den Kopf. So fügst du mehr Schaden zu. Ach so? Nein, in meiner Verzweiflung ziele ich wild um mich. Ich ziele nicht auf die Köpfe. Ich bekomme höchstens Panik. Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. Na gut. Dann holen wir uns doch ein Facelifting, oder? Nein, ein Bild von ihm zumindest. Der Typ ist mir ein bisschen sehr unfreundlich. Also mach schon, beeil dich. Mach das, was ich sage. Die Karte kannst du so aufrufen. Oh, kann ich ja wirklich. Tipps an, was ist das? Rauszoomen. Ei, okay. Hineinzoomen. Ui, aha. Schwenken. Bewegen. Was ist das denn, die Pfeile da? Die roten. Okay. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Okay. Wenn dir das hilft. Medical Pavilion. Heute entlassen. Tagebuch halten. Halte X. Halte X. Danke. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Mm. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Aha. Naja. Das ist ein Verkaufsautomat. Da können wir hacken und durch, aber zuerst gehe ich die Treppe nach oben. Hallo? Irgendjemand da? Nö, aber die Leiche können wir durchsuchen. Der ist im Rollstuhl gesessen. Hat's voll erwischt. Wie ein Dominostein. Oh Mann. Die armen Schweine. Wie? Ist aber nicht behindertenfreundlich hier. Ich meine, wie sagst du das? Das sagst du ja, glaube ich, nicht mehr behindertenfreundlich. Beeinträchtigenfreundlich? Barrierefrei. Es ist nicht barrierefrei hier. Die Treppen, wie kommst du denn da hoch, wenn du einen Rollstuhl hast? Jetzt hör doch mal auf, Olle. So, hacken. Greifen die Feinde an. Ja, wir wollen das hacken. Ja, wir machen das. So, wo ist denn das? Hier. Einmal alles freischalten. Nee, will ich eigentlich nicht. So. Und dann, ich brauche eins nach unten. Und dann das gerade hier setzen wir hier rüber. Und dann machen wir den hier. Und wir haben es schon geschafft. Achso, reaktivieren. Du darfst ruhig. Aber erst gehe ich mal durch hier. Du stehst mir sonst im Weg. Mann, die hält aber auch nicht die Schnauze. Du bist aber voll im Weg. Bitte einmal weg. Hallo. Was ist denn da los? Ach, ihr macht das schon, Leute. Viel Erfolg. Das war der R2-D2-Schrei auf Deutsch. Sag mal, Freunde. Ja. Entschuldigen Sie, aber... Kein Problem, ich bin immer gern dabei. Hör auf damit. Nicht mit der Waffe schießen, das ist unhöflich. Du hörst dich an wie eine Biene. Uah, ich bin eine Biene. So, Chirurgen. Sie liegen hier tot herum. Allen geht's, naja, den Umständen entsprechend. Ich darf mir endlich hier
alles durchsuchen, Tisch durchsuchen. Tagebuch halten. Tagebuch halten. Tagebuch halten. Alter. Wenn du so vor dem Verbandkasten stehst und da auch X drücken musst, aber es nicht aufnehmen kannst, dann spielst du das Tagebuch nicht ab. Bis ich das checke, dauert es immer ein bisschen. Ich bin nicht so schlau. Ah, schieb mich doch nicht. Andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Was? Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein was? Entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Nee. Ich meine, ja und nein. Also du kannst manche Dinge einfach nicht ändern. Ich weiß, sie können die Biologie, also die DNA hier, Entschuldigung, falscher Knopf, offenbar verändern. Aber... Hallo? Geil, einmal hingeht. Hup, ein Knüppel drauf hat. Ich auch nicht, das ist in Ordnung. Ist überhaupt noch irgendwer ein Mensch? Ich meine, so, Notfallschalter aktivieren. Pistole. Da kommen sie. So, wo sind wir denn? Oh, sie haben mich. Aber sehr gut. Da, junge Dame. Sie sind mir ausgewichen wie ein Profi. So. Zack, zack. Ich weiß, ich benutze die Pistole nicht. Ich kann schon mal mit der Pistole schießen, wenn es euch Spaß macht, aber... Hallo! Ich habe Maschinengewehr. Ich sehe aber nicht. Ja! So. Au! Bitch! Was soll das? Ich bin beschäftigt. Ich muss doch die Leute durchsuchen. Sie haben aber... Hallo. Wie hängen Sie denn da? Hallo. Oh. Alles mitnehmen. Pistolenkugel. Pistolenkugel? Nee, okay. Dann benutzen wir mal die Pistole ein bisschen. Ich muss ja auch üben zu schießen. Das Ganze ist ja nicht so leicht. Schon wieder Little Sisters. Sieht aber so aus, als wäre... Als würde es da einfach aufhören. Als wäre das einfach nur so ein Bild, das hingepackt worden ist. Apropos. Ja, danke schön. Sehr schön gemacht hat er. Hat er gut reagiert, der Mann? Steinman! Ah, Stella! Ich kann sie nicht ansehen, sie sind ein Geist. Sie existieren für mich. Also irgendwie geht mir da auf die Nerven, dieses Ding da. Aber es hilft uns, also lasse ich es einfach. So. Hier ist überall Blut, Mann! Above all, do no harm, Steinman. Naja, das hat er aber nicht gut hinbekommen, der feine Herr. Höhere Standards. So, Tagebuch halten. Funktioniert. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Wow, Bro. Was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ach, scheiße, ich wollte doch keine rauchen, Mann. Ja, ich weiß. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo? Irgendwo schießt sie, aber ich fahr da. Entschuldigung. Ich denke mir so, hä? So, was haben wir denn? Mal mit dem Steuerkreuz geht's leichter. Da. Okay. Da, nach oben. Da, 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 da.
Ach Gott, zerstörte. Das und nochmal nach oben. Was haben wir denn da noch für welche? Tschuck, 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 tschuck. Zack, zack. Ha, es wäre mir ganz lieb, wenn das hier nach oben ginge und das hier so und dann einmal schnell, das geht aber fix hier, um Gottes Willen. Jetzt brauchen wir noch das da und dann haben wir schon. Zack. Jo, 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 jo. Und ich hätte gern einen hübscheren Körper, aber das wird uns beiden nicht passieren. Alter, ich hab dir die Maske runtergeschossen. Das ist nicht mehr das Recht zu stehen. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das war jetzt ein bisschen... Herrst, wer schießt denn jetzt schon wieder? Ich will mich doch nur umschauen. Oh je, was? Ach so, das ist da drüben. Dieses Ding. Ah, ja. Bitte zum Schalter 4 kommen. Ihre Patientin nippelt gerade ab. So, einmal nach oben. Ich brauche eins nach oben. Ach Gottchen. Ach du meine Güte. Scheiße, ich krieg irgendwie keines, das ich haben möchte. Oh doch, da ist eins. Ich bin im Stress. Dieses Hacken macht mich ganz nervös. So, einmal hoch und dann einmal da. Und jetzt brauchen wir noch einen Grades. Das haben wir da. Ich habe falsch hingepackt. Entschuldigung. Hier. Und jetzt haben wir schon. So. Wie viel mir das nützen wird, weiß ich nicht. Wenn es da so beschissen in der Ecke steht. Aber von mir aus. Das Spezialmunition erhalten. Drücke das Steuerkreuz. Na, großartig. Ah, noch. Was... worum ich mich kümmern muss. Verbandskasten, das wollte ich nicht, aber ist auch in Ordnung. So, jetzt habe ich den Verbandskasten benutzt. Die Eve-Spritze ist auf dem Viereck und die Verbandskästen sind auf dem Kreis. Auf dem Kreis, so. Hallo, hallo, ich wollte hier Mülleimer. Nichts. Herrst, Leute. Ich will mir das Tonband anhören. Oh. Der ist aber gut ausgewichen. Na gut. Die gehen die Treppe runter, sind so. Okay, ich geh mal. Das ist mir zu wild. Das ist mir zu wild. Das mache ich nicht mit. In Ordnung, darf ich mir jetzt bitte die Tonbandkassette anhören? Hey, was Parasiten erwartet? Gut. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie lieber mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Das ist aber sehr schwarz-weiß gesehen. Vor allem, jeder braucht doch Gesundheitsversorgung. Sie liebt den Sommer. So, Vorstellungskraft. Ich bin schön. Ja, sieh mich an. Ich bin schön. Noch besser machen. Ich weiß nicht, alles? Deine Art, deine Persönlichkeit? Keine Ahnung, du. Oh, noch eins. Wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Hoppala. Ich wollte die Dollar nur aufheben, die Zigaretten wollte ich gar nicht, aber ist egal. Liebe Tennenbaum. Ich war in Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft... Wie geil die da liegt. Ein Arzt hat an vielen sehr gelenkig. Wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Heil, 16 Dollar. Manchmal hat er dabei Fehler Hacken. Gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann das hat er gefragt, woher ein Kind... Hat er gefragt. Ich, ich habe ihm gesagt... Manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich machen. Oh, freches Gör, Alter. Verständlich, dass er da wütend geworden ist. Aber die Alte da hinten. Ja, was ist mit dir? Ja, ich glaube nicht. Oh, Entschuldigung, ich muss ja Headshots versuchen. Entschuldigen Sie, warten, ich muss nachladen. Oh, sie sind ja schon tot.
Ich glaube, wir sind besser unterwegs, wenn ich die... Senior! Das war's, okay. Vandalismus. Ich will keine Objekte kaufen, ich will das Tagebuch anhören. Dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Ach so, ja, weil wir hacken. Bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten, ja, und wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du ja nichts dafür. Manche Leute haben nicht so viel Glück im Leben, Mann. Das ist ja... Ha! Was war denn das jetzt? Was ist denn das? Gehe ich hier? Keine Ahnung. Achso, nein. Doch? Nee, doch. Nee. Hallo, ist hier irgendwer unten? Ich untersuche hier mal die ganzen Kisten. Kisten. Haben die Kisten noch irgendwas? Lagerkiste. Little Sister. If that thing there was my sister, I believe I'd shown myself. So, McDonough. Ich glaube, wir bekommen Feuer als nächstes. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt es in Rapture Wassereinbruch. Hm. Ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Niemand mag petzen. Er ist aber nicht in Ordnung. Auf die Tür. Hallo? Nichts. Okay, cool. MG-Patronen. Oh je, yeah, ich wollte nicht. Einen Auto-Hacker. Achso, cool. Kaffee getrunken gleich, nachdem wir Saft getrunken haben. Damit sollten wir gleich wieder... Wozu ist denn der Alkohol? Wenn du... Ich nur zum Heilen und dann bist du kurz... Und gleich wieder in Ordnung? Dann hätten sie es ja ohne lassen können, oder? Ganz komisch. Alter, die Olle. Was habe ich jetzt eigentlich ausgerüstet? Die Ranch. Nahkampf. Hallo. Okay. Hey, Mann. Wie geht's? Nein. So, weg. Okay, nein, okay, gut. Beim letzten Mal ist sie explodiert. Habe ich sie gerade ausgemacht? Oh, geht auch. Kiste mit Granate, oder was? Was war das jetzt? Aha. Ionischer Schrot. Ich habe gerade gelesen, ironischer Schrott. Und ich war so... Du kannst durch die Tür gehen. Das ist in Ordnung. Übrigens. Kram dir mal eine Spritze rein. Picasso. In loving memory of Winston Hoffner. Winston, du schaust aber nicht mehr so frisch aus. Man nannte ihn ein Genie. Ein Genie! Die deutsche Synchro ist so geil. Sehr schön gemacht. In liebender Erinnerung. Winston Hoffner. Oh, so hat er vorher ausgeschaut. Die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Ah. Bisschen übermütig, wa? Aber hat nicht Gott uns geformt? Sind wir nicht schon perfekt, so wie wir sind? Natürlich. Das ist traurig. Schau, so davor ausgeschaut. Und dann hat Picasso Hand angelegt. Also... Ja, Voldemort wäre sicher stolz. Mein Stil ist es vielleicht nicht gerade, aber ich bin ja auch kein Maßstab, nicht wahr? Warte mal da. Ist da irgendwas drin? Hier irgendwo, irgendwann? Irgendwie in einer längst vergangenen Zeit? Sicherheitskameras. Was? Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Echt? Ich gar nicht. Übrigens ist unsere fliegende Biene kaputt gegangen. Irgendwann. Irgendwo. Ich habe es nicht mitbekommen.
Kann ich da? Nein. Okay. Da gehen wir nicht. Dann, verstecke dich vor Sicherheitskamera. Ja, und jetzt? Also muss ich gar nicht machen. Ich konnte es so hacken. Da. Ei. Da. Einmal runter, bitte. Tschack. Da hier rüber. Dann das da hier runter. Und dann können wir den hier herlegen. Und dann können wir das hier darüber. Darüber legen, bitte. Und dann brauchen wir nur noch die zwei. Falsches. Ich will das mit dem austauschen. Einmal zack. Oh, warte, ich brauche noch einen. Habe ich jetzt. Oh mein Gott! Eins wird doch wohl noch übrig sein. Da siehst du da, Amas. Und da. Ist es richtig? Ja, passt. Okay, jetzt habe ich die Sicherheitskamera gehackt, aber keine Ahnung, wofür mir das jetzt nützlich sein sollte. Alles durchsuchen. Hübsch. Sehr hübsch. Das sind aber überdimensional große Scheren. Was ist das denn? Leiche durchsuchen. Einmal den Ofen. Bye, bye. Tür zu. Jawohl. Oh! Das wusste ich nicht. Hacker's Delight. Mit Hacker's Delight wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Hä? Das ist dein erstes Körpertonikum erhalten. Körpertonika machen dich stärker und mächtiger. Ja, anderen Toniken ausgerüstet. Lehrer Slut. Wenn sie etwas seine wenig Gesundheit und Eve. Okay. 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 Also es ist jetzt passiv, nehme ich an. Das passiert einfach automatisch jetzt, wenn ich hacke. Weil ich kann es nicht ausrüsten mit dem hier. Von daher. Oh, ich glaube, wir sind hier unten fertig. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ha! Ja! Lustiger! Sterben Sie bitte! Danke, Mann! Sieht gut aus. Ich glaube, bis hierher habe ich gespielt und nicht weiter. Nämlich. Also ab hier ist alles blind. Ich glaube, ich habe mich nicht mal umgeschaut. Verbandskasten sind immer voll. Ich hätte mal gern wieder Eve-Spritzen. Ich mag es nicht, wenn ich nicht voll getankt bin. Es macht mich unrund. Sehr nervös. Können wir hier irgendwas aufmachen? Was ist das denn? MG-Patron? Ja, nehme ich gerne. Wenn du X drückst. So, hier bekommen wir, glaube ich, Feuer, weil das ist Öl. Ah, ist nichts. Ah, da kann ich durch. Die treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Dass sie auch noch auf ihn hören, weil ich denke mir, die sind doch alle so verspleist. Ah, das geht hier lang, okay. Dass die überhaupt noch irgendwie klar denken können oder irgend sowas. Ich würde ja denken, dass die, die Leutchen abfackeln. Ja! Yeah! Dass die Leute. Tisch, jetzt habe ich geraucht, getrunken schon wieder. Ich bin unmöglich, ich weiß. Gatherer's Garden. Aktenschrank, nüscht, okay. Ist sonst noch irgendwas? Aha! Tiefspritze. So, dann nehmen wir doch mal abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Okay. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Prost! Entzünde den Ölteppich in der Nähe von mir aus. Ich stehe doch gar nicht mal drin. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Sicherheitssystem. Nein, alle Wege führen nach Rom. Das stimmt so nicht. Ah, okay. Das erklärt alles.
Das, dann ist das, was ich gesagt habe, absoluter Scheiß. Also vergesst das wieder. Die Spiele haben immer Erklärungen für Fragen, die ich stelle. Das ist so schön. So. Jetzt kommen wir da wieder runter. Und... Einmal kurz Nase kratzen. Oder, keine Ahnung. Tür auf. Was machen wir jetzt? Da hinten geht's nicht lang, also... das... Ich... Ja, habe ich doch gedrückt. Einmal Kaffee getrunken. Feuer! Feier! Huch! Nee, okay. Ah ja, fix, wir haben jetzt... Ei! Ladies, sie brennen! Sie müssen aufpassen! Ist da noch irgendwer, der Stress macht? So, was ist das jetzt? So. Das da gefällt mir eigentlich mehr. Kasse? Hallo, ist irgendjemand? Ah! Gott! Danke für den Besuch. Kein Problem, ihr Etablissement gefällt mir ja recht gut. Ach, scheiße, schon wieder dieser Alkohol. Huch, was? Hiha! Hilfe! Das ist... Aber... So, hacken... Immer dieses Hacken, das macht mir keinen Spaß. Nicht so viel nachdenken, einfach tun. Einfach tun, nicht so viel denken, sonst bringt nur Probleme. Oh, da haben wir schon eins, sehr gut. Warte, hoch, hoch. Das sind ganz schön viele... Gerade die ich dann bräuchte, wenn ich das dahin mache. So. So, ist glaube ich leichter. Jetzt brauche ich. Ja, ich könnte noch ein gerades, aber eigentlich. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. So! Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Sowas. Haben wir hier irgendwas? Irgendwas? Ja, bisschen Geld. $10! Ich frage mich, wie viel das wert ist für heute, heutzutage 2024, von 1945 oder so. Ich wollte eigentlich das Wasser erwischen. 2, 4 und 1. Wieso hat sie drei Teile von Dollar verschieden in ihren Taschen? Ergibt doch gar keinen Sinn. Was ist das? Code eingeben, na großartig, okay. Entschuldigen Sie? Ich suche die Toilette. Nee? Okay, dann geben Sie mir Geld. Hast du mich gerade dreckig bezeichnet, du Miststück? Das wird keine Einstichsnadeln. Oh, 0451. Na, das Puzzle war aber nicht schwer. Was ist denn da drin? Eine kleine Kiste. Irgendein Rotz oder ein Schmetterling? Achso, das ist eine Maske. Ich dachte, da hat jemand hingekotzt. Ach Gott. Schrot. Nicht Schrott. 0451. Okay. 4. 5. Und 1. Annehmen. Hallo? Oh, geil. Oh, ja. Oh, yeah. Aber ich bin voll. Was dat? Schrot. Na gut, Eve-Spritze brauchen wir nicht. Vorhin noch gemeckert, dass ich zwei Eve-Spritzen zu wenig habe. Tür auf, hallo? Das wirkt ein bisschen unheimlich, als würde mich gleich jemand von hinten abknallen. Ah! Ja, entschuldigen Sie, der Herr. Nein, warten Sie. Leiche. Scheiße. Hallo? Irgendwer da? Nein. So ein Hai. Bitte verschwinden Sie nicht in den Kabinen. Ich muss noch schauen, ob Sie Geld bei sich haben. Tragen. Oder Munition, Schrank. Da. Das sind ganz schön viele Särge in dem. Ist das nicht ein plastischer Chirurg? Wieso sind hier so viele Särge aufgereiht? So im Notfall. Kirche hin? Nee, oder? Ich kann woanders hin. Okay. Ich will nämlich so viel wie möglich mitnehmen, wenn es geht, aber
Dieser Schatten sieht so bedrohlich. Nein! Oh, okay. Er ist weg. Der Schatten sieht so, sah so bedrohlich aus. Jetzt liegt er so da und macht so eine Yoga-Pose. So, hi, Schatz. Hallo? Wo sind Sie hin? Oh Gott. Die Leiche? Warten Sie mal. Security Expert? Ich will die Pistolen... Achso, ich bin voll. Wieso? Ist der jetzt weg? Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Der kann doch nirgendwo hin. Hä? Wie ergibt das denn einen Sinn? Okay, Security Expert ist die neueste Ergänzung der Hack-Smart-Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Habe ich so viele freie Slots? Weil ich dachte, ich habe zwei voll. Okay. Der ist einfach weg. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Kann ich hier... Ist das Wand oder... Ja, ist Wand. Ja. Da war ein Schatten. Ah! Scheiße. Digga. Wie... Wo kommst du denn her? Hä? Ist der da... Kannst du das... Warte, das muss ich mir jetzt aber anschauen. Der ist hier. Wo kommt die jetzt schon wieder her, die Olte? Der ist da durchgekrochen, okay. Ah, ganz mies. Ganz mies. L1. Achso, ja, ich weiß. Oder Tür auf. Nein. Bitte bleib was? Da ist nur eine Leiche, okay, die nichts drin hat. Hübscher Tisch aber. Wie geht er denn, wenn du geduckt bist? Oh, Verzeihung. Kommt da wer? Wie? Du kriegst nur noch rum. Du bist krank. Ah! Schmeiß doch... Ist das eine fucking Rauchbombe gewesen? Verriegelt die Tür. Ah! Junge, wo bist du denn? Schatz, ich kann nicht mehr warten. Wo ist er? Ich dachte, ich gehe nicht rundherum, gehe, dann finde ich ihn, aber offenbar habe ich mir selbst verwirrt. Adam! Adam! Denies us any excuse for not being beautiful. Ja, aber wenn dein Beauty-Standard nicht dem von jedem anderen entspricht, ist da irgendwas zum Aufheben? Da ist doch was zum Aufheben. Kann ich da... Geh mal weg. Kann ich da irgendwie... Kann ich das? Nee. Da ist doch was. Nur ein Verbandskasten. Okay, dann ist es mir egal. Den brauche ich nicht. So, warte. Hier haben wir Feuer benutzt. Dann unten war auch nochmal Feuer. Das ist immer so scheiße, über mich lachen müssen. Ich tue mich doch nicht so. Ich bin doch ganz gut dabei. Ich weiß, dass ich auf leicht... Ach, da bist du! Ja, Digga, ich bin direkt neben dir gestanden. Kleiner! Nein, du kommst jetzt nicht weg. Hat er noch die Hand runtergehängt. Oh, was ist das denn? Kiste mit Granaten, nix drin. Na gut, falsch. Zack. Nichts, nichts, nichts. Okay. Ah! Was war das denn jetzt, Dude? Wollt der mit der Lore? Ach, der steht noch. Ich dachte, du bist schon tot. Verzeihung. Und ich denke mir schon, wieso kann ich ihn nicht untersuchen? Meine Intelligenz ist manchmal sehr ausgeschalten. So wie dieser Satz, der jetzt sehr deutsch war. Schatz. Ich kann nicht mehr sprechen, ist da? Cure all. Because cure all. Cures all. Saws all. Okay, da ist ein bisschen zu groß. Schauen wir mal erst, was hier los ist. Cure all. Ich bin gerne im Cure all. Korall. Wo? Was ist das?
Dude, was ist das? Oh. Wieso lehne ich mich so rüber, als ob ich da was sehen könnte? I'm just stupid. I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't mean it. Nein. Naja. Doch. Gehen wir erstmal hoch. So, und dann... noch eins hoch und dann... Scheiße. So rum. Und dann das da. Was ist das denn für eins? Ach so, wahrscheinlich dauert das dann weniger, nicht so lang. Ich don't know. Dauert das dann... Vielleicht hält das da... Ja, Spiralen verringern die Geschwindigkeit und... Ja, okay. Ja, das ist cool, habe ich noch nie gesehen. Ah ja, hast du gesehen, wie es langsamer durchgegangen ist? Sehr cool. Habe ich noch nie gesehen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Die ganzen Patronen und ich benutze sie nicht. Ich dachte gerade, da war wir. Ich sollte wirklich mal die anderen Waffen benutzen. Aber ich traue mich nicht. Ich schieße ja so schlecht. Naja. Ach so, der hat gerade Chips gegessen. Ich denke mir, wieso hört sich das jetzt so an, als würde einer was essen? Sie liegen aber entspannt hier. Wie geht's Ihnen denn? Sind Sie zufrieden mit der Behandlung? Wenn Sie mit der Behandlung zufrieden sind, bitte drücken Sie die 10. Ich habe eine Waffe! Sieht's aus wie ein sehr altmodischer Gynäkologenstuhl. Ah, da ist was! Wo ist sie? Kamera? Nee, wirklich, wo ist sie? Da hinten? Ja, du machst das Geräusch, aber ich weiß nicht, wo du bist. Wo bin... Ah, da. Hacken. Ui, oh, wo bin ich? Wo ist mein... Da. Einmal gerade. Scheiße, weiter. Runter, runter. Spirale! Okay. Ein gerades habe ich. Okay, brauche ich nicht. Sehr gut. Machen wir so das. Und dann hier. Nee. Ein gerades. Danke. Spiel macht's mir leicht. Dankeschön. Da bin ich erleichtert. Hacken. Safe hacken. Okay. Machen wir gleich. Machen wir sofort. Okay. Ach du meine Güte. Ach scheiße, das geht direkt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. 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 Nein, runter. Nein! Das war jetzt aber unfair. Die bleiben nicht mal gleich. Na toll. Nein. Oh nein. Na, wie? Scheiße. Das ist schwierig. Das geht aber sehr schnell hier. Ich kann das. Ich kann Aufkauf $91 automatisch hacken. Nö. Das will ich nicht. Grades. Grades. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wir haben es doch gerade. Wir haben es doch gerade so schön. Nein. Komm runter. Oh. Ah. Nein. Warte. 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 So. Und jetzt ein Grades. Das gerade. Ja, oh Gott. Oh, das war jetzt dort. Scheiße. Oh mein Gott. Untersuchen. Und alles nur für ein paar Euro die Stunde. Alles nur für ein paar mickrige Patronen, die ich dann eh nicht benutze, weil ich die ganze Zeit mit der Rohrzange herumschlage. Ach so, warte, ich kann noch mal. Ach, du lädst nach, wenn du die hast. Eve ist bereits voll. Das ist cool. Okay. Wenn du die Eve Dingens kannst du machen. Oi, da hat aber ihre Monatsblutung ordentlich zugelangt.
Zorn? Verruch? Was? Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Oh Gott. Sehr schön. Okay, ich die Säge. Huch. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Hört sich ja gesund an, was da los ist. Hallo. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah! Das ist das, was ich gesehen habe. Von außen. Bandagen brauchen wir nicht, aber... Schrank. Wrench Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Das hilft uns. Okay. Oh Mann, aber einmal wechseln. Wir wollen... So. Wie die immer herspawnen, wa? Ach, jetzt habe ich den doch getrunken. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin Alkoholiker. Was soll ich machen? Sonst noch irgendwas? Oh, Schrank. Das war nämlich von der Seite hier, stand das und ich war so, wie komme ich denn da hin? So, da geht's lang. Hier waren wir drin, da waren nämlich nichts. Und ansonsten, achso, ja, kannst du natürlich nachladen, wenn du Bock hast. Immer schön, von da sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Einmal Dette ausrüsten zur Sicherheit, damit wir jeden, der uns entgegenspringt, einmal fett in die Fresse. Wow, was? Nein, wieso? Was? Wo? Ich habe eine Shotgun. Wo? Ach, da. Ah! Wer schießt da? Ah! Nein! Scheiße. Wieso soll sie sich immer bedanken, wenn ich sie abknalle? Ha! Bitch! Nein! Oida! Jetzt bleib doch mal stehen hier. Du bist scheiße. Sag mal, hörst du auf? Dass ich dich immer verfehle, das frustriert mich doch ein bisschen. Ah, ich bin kein schießwütiger Mensch offensichtlich. Pistolenkugel, brauchst du nicht. Shotgun mag ich aber tatsächlich. Die hat eine große Reichweite. Kaffee gesammelt. Wow! Hat mich wer geschubst. Und die Wrench fliegt durch die Gegend. In meiner Panik habe ich vergessen, wie du Waffen wechselst. Und ich war nur so, R2. Aber damit schießt du. Und ich bin so, oh, wo ist meine Wrench? Wenn du sie brauchst. Ja. Was ist das da? Adam? The Nice? UN? Excuse? Kannst du nicht mal richtig schreiben, Mann. XQ. Na gut, auf jeden Fall ist der Adam gegen irgendwas. Die Leute protestieren ja immer gegen irgendwas. Sind wir von hier gekommen, oder? Ist das woanders? Was ist denn hier los? What the fuck? Das ist ein automatisches, glaube ich. Okay. Halte ein... Nein, ich steck nicht fest. Ich schaue mich doch nur um. Ich bin nur deppert. Da geht's auch lang. Oh, sinnlose Experimente. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Die Deutschen. Die konnten nur an eins denken. An blaue Augen und die Form der Stirn. Ich dachte an Sauerkraut und Bratwürste. Der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Naja. Die Menschheit hat schon viele grausame Dinge getan, ohne irgendetwas dafür zu erhalten. So, warte mal hier unten. Pistolenkugel. Er wackelt so geil rechts und links. Was ist das denn? Ach so, nicht da.
Wie schön. Musik ist schön. Wie kannst du eine Stadt unter Wasser bauen? Also das ist... Ist das überhaupt möglich? Ich weiß von Hotels unter Wasser, aber das, der ganze Druck, der da auf die Gebäude und sowas, das ist doch unmöglich eigentlich. So, das wird wieder schwierig. Gerade und noch ein gerades. Schau, heute haben wir Glück. Jetzt haben wir Glück. Da können wir einfach nur. Und erledigt. Geil. Yes. Oh. Auf sowas stehe ich, wenn alles funktioniert. Hallo, irgendwer da? Oh, da ist ein neues. Schalter, was? Schalter für Ballmaschine. Okay, warte mal. Telekinese. Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde von ich dachte gerade, wir sind immer noch geduckt, weil es so weit oben war, aber wir sind nur so klein. Wie groß ist denn der? 1,60? Was absolut in Ordnung ist, natürlich, das ist vollkommen egal. Aber. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid, das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Su Shong redet von sich in der dritten Person. Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken auch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss Mensch sonst noch wissen? Ja, keine Ahnung. Du hast keine Sluts mehr frei, musst dein Plasmid ersetzen. Kannst mir Sluts an einem Gatherer's Garden kaufen. Okay, wir brauchen den Gatherer's Garden, Digga. Ja, dann geh mal abfackeln weg kurz. Ich möchte es ausprobieren. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Bewerfen Sie sie. Fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Okay, halte L2 gedrückt, um Objekte zu greifen. Lass L2 los, um sie zu werfen. Oder drücke, um sie fallen zu lassen. Okay, halte L2 gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Okay, probieren wir gleich mal. Haben wir es jetzt ausgerüstet? Ja, wir haben es. Ha! Wow. Oh, das ist ganz geil. Ah! Oh. Oh, ich hab Geld! Nein. Ionischer Schrott. Scheiße! I was hopeful. Fuck you. Yeah! Okay. Das ist ganz cool. Da oben irgendwas? Tennisschläger. Jetzt ist da schon wieder jemand Neues aufgetaucht. Oh, entschuldigen Sie, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, die ist schon tot. Okay. Oh, die zwei kuscheln noch vibrierend im Tod miteinander. Sind die nicht entzückend? Oh, sie haben aufgehört. Okay, sie sind fertig. Wir sollten ihnen Zigaretten bringen. Warte mal da. Da trink mal einen. Darauf trinke ich. Pistolenkugeln. Hui. Na gut. Jetzt habe ich Telekinese. Warte mal, wie kann ich denn die jetzt... nö. Wie geht das jetzt? Ein Hinweis? Nee, okay. Wie kann ich denn die Dingens auswählen jetzt? Hol dir Steinmetz. Ja, das ist mir schon bewusst. Wir kommen in Rapture. Hinweise? Nee. Die Welt. Plasmide? Jetzt habe ich das Feuer nicht mehr. Wie kann ich denn das Feuer jetzt auswählen? Da geht die Tür nicht auf. Ich glaube, wir sind hier auch wieder fertig. Oder? Was, da waren wir. Warte, ich muss Cure All. Ja, da waren wir. Ah, ja, ja, ja. Wir sind jetzt hier lang und dann sind wir da rein. Genau, 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 genau. So, trotzdem wüsste ich jetzt doch...
wüsste ich jetzt doch gerne. Ah ja, da hat uns dann ein Ding jetzt abgeschossen. Wie ich die im Gatherer's Garden. Wo sind wir denn eigentlich? Wie kann ich denn die. Nee, das ist das. Mal kurz. Das ist Crouch. Damit schieße ich und damit habe ich das da. Kann ich die nur beim Gatherer's Garden auswechseln? Die Plasmid-Fähigkeit. Scheiße, ich will nicht Waffe wechseln. Na, das will er auch nicht. Waffen. Unter was könnte das sein? Okay, das sind die ganzen Sachen, die du einsammeln kannst. Medistation. Verkaufsautomat. Autohacker. Körpergen-Tonika. Tonika. Scheiße, Mann. Irgendwie gehe ich die ganze Zeit aufs Gleiche. Plasmide, indem du L1 und ein Radialmenü. Du kannst die Anzahl erhöhen. Okay. Aber ich habe nur die zwei. Wie kann ich die denn ändern? Ja, ich will die anderen zwei haben. Da hat aber einer eine hübsche Spur gelegt. Was soll denn das? Ups, sorry. Falsch. Eine hübsche Spur aus Bandagen wurde da gelegt. Wie geil. Ah. Das kommt davon, wenn du nicht genau liest, was da los ist. Ach Gott. Machen wir mal da und dann... Ey! So, hoch. Ich brauche andere. Sonst wird's kritisch. So. Also, ich habe schon zwei gerade. Ach Gott im Himmel. Das gibt's auch nicht. Hier. Das da. Und jetzt brauche ich eins, das so geht. Wo habe ich denn da noch eins? Da. Haben wir schon. Und zack. Gut. Mit dem ganzen Körpereinsatz. Jack. 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 He's a Lego Maniac. Kann ich die Tür aufmachen? Ah, jetzt geht die Tür auf. Ja, sehr schön. Na, wunderbar. Oh, Verzeihung. Hui. Ganz schön neblig hier drin. Da kommt mir jetzt gleich einer entgegen, nicht wahr? What the f... Die Leute sind Magier in diesem Haus. Glaubst du, ich will dich jetzt anfassen? Na gut. Sind sie tot? I don't trust you. Warte mal. Sterben sie? Okay, jetzt aber. Okay, da unten kann ich lang. Was haben wir hier? Alter, jetzt schon wieder. Nee, 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 nee. Ah! Ah! Alles gut. Alles gut, Ichi. Oh Mann, ey. Oh. Ja, ist alles gut, Ichi. Es ist alles in Ordnung. Danke, Schatzi. Ja, ist alles gut. Danke. Alles gut. Ich hab nichts zum Essen für dich, Schatzi. Ah, Plasmide sind die Farbe.
Okay, gut. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. Aus Glas. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden Su mit ihrem Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Wann da jetzt? Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Okay. Wenn du das so sagst, Su Chong, Tempo-Hacker. Das beliebteste Produkt der Hack-Smart-Produktreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich in jeder Sache mit Tempo-Hacker. Wenn, unter welchen Umständen aber, stellt jemand so ein Plasmid her? Ich meine, das wäre dann wahrscheinlich illegal, sich das zu besorgen, außer du bist irgendein Arbeiter, der vielleicht an den Drähten rumschrauben muss und dann bekommst du es. Aber jeder, der es nicht hat, der muss es ja vom Schwarzmarkt sich besorgt haben, weil... Pff. So, okay. Schau, wie komme ich in das da? Wie komme ich da rein? Ich will in dieses Menü rein, aber offenbar bin ich entweder zu blöd. Einmal bitte waggeln. Voll auf die Seite gekickt. Bam! Entschuldigung, aber... Ich wollte sie nicht überraschen. Es tut mir sehr leid. So, ich nehme mir mal alles, was sie haben, nicht wahr? Danke. Ach, gute Frau. Tisch untersuchen. Mal Whisky getrunken. So, Türsteuerung. So, jetzt haben wir die Tür auch aufgemacht. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, wir sind wieder hier. Okay, jetzt sind wir einmal rundherum gegangen, schätze ich. Supply, ja, okay. Makes sense, I get it. Hier seid ihr alle... Warte, da! Okay, habe ich Pistolenkugeln. Ups! Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit der Pistole werfen. Ja, mit der Pistole werfen! Aber, dann habe ich den falschen Knopf gedrückt in meiner Verzweiflungs-Surgery. Dann da sind wir gekommen. Das ist der ursprüngliche Ursprung des Ursprungs. Hier, und dann sind wir da. Und jetzt gehen wir hier weiter. Genau. Hier waren wir noch nicht. So, einmal die... Herrschaften hier durchsuchen. Tür. Schlüssel? Von. Ach komm schon, wie komme ich jetzt da rein? Ich meine, ich weiß. Oh, warte. Nein, falscher. Kann ich. Yeah! Oh oh. Nein, falscher Knopf, sorry. Wo ist die Kamera? Was hat sie gesagt? Oh. So, warte mal. Oh, sorry! Hacken! Da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen in meiner Verwirrtheit. Einmal zack, 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 zack. Runter mit uns. Hier nach oben. Da, 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 da. Puppy Power! Hier rüber. Oh, runter geht auch, aber braucht's eigentlich nicht. Es braucht nur so. Und jetzt brauche ich noch eins. Wo? Na komm, eins wird ja wohl noch hier zugegen sein. Da, siehst du doch. So, sehr schön. Gut. Bitte geben Sie mir alles, was Sie haben. Registerkasse. So, welches habe ich denn ausgerüstet? Das da. Das passt schon, das Plasmide. Das ist schon in Ordnung. So, haben wir hier unten noch was? Die Eve-Spritze bitte. Die brauchen wir dringend. Weil ich ein bisschen Eve-lastig arbeite. Eve. Wow. Ganz schön viele Schränke hier. Was haben wir da? Anti-Person. Ja, stimmt. Ich kann ja... Schrank. Okay. Ich
kann ja die Munition wechseln. Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Ich bin ein furchtbarer Shooter-Mensch. Hacken! So, Dude. Okay, mach gerade weiter. Gerade weitermachen. Hier, was haben wir? Was bekommen wir da? Mal so runter und dann kannst du ja nach unten bauen, wenn du lustig bist. Ah, okay, ja, geht auch. Haben wir ein gerades. Und so, und jetzt brauchen wir das hier. Und dann können wir verkacken, weil wir da ein falsches hingebaut haben. Das wollte ich nicht. Warte mal. So, jetzt aber. Sehr schön. Haben wir das da geschafft? Hier steht aber einiges unter Wasser. Yo. Yo. Ironischer Schrott. Haben wir auch aufgehoben. Die Tür geht auf. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Ich dachte, da ist gerade einer, der hinter mir weilt. So, schnell hacken. Oh Gott, hier runter. Da runter. Oh Gott. Ai, 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 ai. Puerto Rico. Du, 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 du. Noch eins gerade. Und wir sind fertig. War geplant so. Hoha! Und das dann nehmen wir mit. Wir sind voll mit Verbandskästen. Ja, läuft ja eh ganz gut alles miteinander. So, jetzt waren wir hier überall drin. Ist hier unten irgendwo. Whee! Whee! Steht da. Nein, okay. Ich dachte, da steht einer. Aber das ist nur die Tote. Okay, hier sind wir fertig. Ich spritze. Nein, Bandage. Hier sind wir fertig in dem Bereich. Das war. Ich hätte gerne einen Gatherer's Garden. Ja, darüber musst du dich nicht lustig machen. Ich bin einfach nur verzweifelt. Ich baue nämlich Feier! Das ist kein. Das ist ein Zirkus der Werte. Ich könnte auf der Karte, glaube ich, nachschauen. Nö, Bandagen brauche ich nicht. Kiste! Männer sind ehrlich? Es war nicht fair. Die Sklaverei, der Holocaust, die Diktatur. Ich würde sagen, der Holocaust war schon ganz schlimm. 9/11 war auch nicht so schön. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Er sagt das so, als ob ich wüsste, was das bedeutet. Wo sind denn hier Leute? Schon wieder ein Zirkus der Werte und ein Munitionsautomat, den wir nicht brauchen. Hier ist doch irgendwo wer. Ich weiß, dass ich da irgendwo hin muss. Hier drüben. Okay, aber warte mal kurz. Wo finde ich denn... Oh Gott, wer kennt sich denn auf der Karte außer? Ich nicht. Beim Cure-All war was. Ziel ist da drüben. Ich bräuchte... Ich weiß nicht. Ich hätte gern, glaube ich, wieder das Feuer... Das ist ein Wal? Oh nein, ach wie süß, guck mal! Hallo! Papa. Süß, ihr zwei! No, machen sich da. Gleichberechtigung? Kann ich hier durch? Dupp. Na gut. Der macht aber ordentlich Geräusche. Gehen die da im Kreis? Aesthetics are a moral imperative. Vor jeder Chirurgie. Ach so. Dr. Steinman? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier bin. Was? Wieso nicht drei? Oder gleich vier? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Oh, 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 ich konnte gar nicht schießen. Ich wollte, ich habe R2 gedrückt. L2. Aber wollte er nicht. Was hat er denn hier überhaupt gemacht? Blöd auf den Boden geschaut, der Idiot. Wer ist denn das jetzt? Es ist nicht leicht hier unten.
eine dieser Bomben erwischen, könntest du ja schmeißen. Ach so. Dann könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freisprechen. Ja, ich wüsste nur gern, wo er ist. Bringen Sie hier alles und zieh dich an. Ekelhaft. Wie geil. Oh, voll fertig gemacht. So, mal da irgendwas. Was ist das eigentlich? Einfach nur Karton. Sehr nasser Karton. Oh, makes sense. So, hier ist nichts. Da drüben ist, falls du sterben solltest, okay. Na gut. Ich habe nicht vertraut. I'm not sure about that one. Symmetrie, bitte. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine Warte. Neue Art von mit der Schönheit echten Göttin? So aus ich dem Himmel, sie, oder? Was meinst du damit, mit einer Person? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Gegen die Symmetrie? Oder meinst du gegen die Asymmetrie? Weil... Weil, ja, ich glaube, er meint die Asymmetrie, oder? Weil Symmetrie ist ja eigentlich was Gutes. Für, in seinen Augen. Ich meine, kein Mensch ist komplett symmetrisch. Das geht einfach nicht. Dafür sind wir nicht gemacht. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine... Falscher! Das da und jetzt so. Ich bräuchte noch ein gerades vielleicht. Nach unten. Kein waagrechtes, ein horizontales. Oder? Ja, horizontal, stimmt schon. Weil waagerecht ist so und die Horizont geht so auf. Also da beim Horizont. So. Ach, da ist die Tür offen. Du, nein! Darf ich dich hacken? Gerade wieder so, dass ich doch reinhaben möchte. Oh Mann. Sorry, Bro. Wollte ich nicht aufhalten. Ja, das wollte ich aber nicht. Eigentlich möchte ich hier nach oben bauen. Bauen wir einmal rundherum. Was ist das? Beenden das Hacken. Ach so, unbedingt vermeiden. Ja, dann lieber nicht. Ja, so kannst du auch bauen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Waagrecht. So, einmal nach oben. Und jetzt brauchen wir noch andere. Was brauche ich denn jetzt? Das da? Genau. Und noch einmal ein gerades. Jetzt habe ich das da bitte so her. Und jetzt das hier rüber. Und dann haben wir es schon. Sehr schön. So. Die Biene. Ah! Eve-Spritze und noch Schrot und Verbandskasten und sonst nichts. Okay, oh. Huch, was? Statische Entladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem ihre Angriffe einen Elektro... Okay. Deaktivieren. Ja, ich meine... Hilft uns schon. Steinmann. Steinmann. Da ist eine Treppe und da drüben ist auch eine Treppe. Ah ja, jetzt sind beides dieselben. Ja, ist ja gut jetzt. Geht's da lang? Da unten geht's weiter. Okay, das heißt, wir müssen zuerst hier rein. Alter, blöde Kamera. Ich will hacken. Ich wollte hacken und nicht Dingens benutzen. Scheiße. Egal. Egal. Da einmal runterbauen, bitte.
dauert alles so ein bisschen, dieses ganze, diese ganze Hackerei, so, weiß ich nicht. Es ist nicht schlimm, aber es ist auch nicht, ich sag mal, unterhaltsam. Ich weiß nicht, du baust halt deine Strecke wie in einem Flash-Game. So, einmal noch das hier. Das ist ja auch nicht besonders schwierig. Das einzig Schwierige ist, wenn es schneller wird. Ach, noch ein Safe. Bandagen. Eve-Spritze. Das da. Schrot. Schrot. Ist hier unten irgendwas? Irgendwie unterm Tisch. Die Leiche. Bandagen. Haben wir nicht, aber... Filmrolle? Irgendwo? Nö. Zange? Also, keine, ist da keine... Aphrodite? Was? Aphrodite ist unterwegs. Geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Der gute Mann? Naja, gut. Oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott, da geht's ja nur nach da weiter. Ah, okay, habe ich schon verkackt. Ich will einen nach unten bauen, aber... Oh Gott. Waagrecht. Scheiße, waagrecht. Ja. Nein. Scheiße. Egal, alles gut. Alles in Ordnung. Nee. Ich will das hier mit dem hier aus. Okay, gut. Ach Gott. Alles voll, okay. Ja, ist immer wieder voll. Brauchen wir die Verbandskasten nicht, der da drin liegt. Einmal aus dem Weg, bitte. Einmal aus dem Weg, bitte. Haben wir hier noch irgendwas, bevor wir da... Ja, die Hermedi-Station brauchen wir eigentlich nicht. Da drüben steht was an der Wand geschrieben. Warte kurz. Adam, the nicest any excuse for not being... Achso, schon wieder dasselbe. Komm schon, bin ich mal mit. Wer hier was findet. Schrot. Was habe ich eigentlich ausgerüstet? Die da. Oh, Verzeihung. Ich wollte die hier. So, einmal... Das haben Leute so an sich, wenn sie nicht betäubt sind. Du machst das doch ganz gut. Zu symmetrisch? Ich bin... Hey! Ich wollte gerade sagen, ich bin wunderschön. Ha! Schießt er jetzt? Ja. Ja, tut er. Ich bin wunderschön. Warte, ich muss die Lagerkiste untersuchen. Hui! Wo ist er denn? Ah, da. Bist du gerade gedodged? Ach, mal, da hätte ich schon Feuer machen können. Schrotflinte! Ich stehe direkt neben dir, Mann! Warte, ich muss nachladen. Gib mir eine Sekunde. Zum Glück spielen wir das auf leicht. Hör auf jetzt mit dem Scheiß. Wieder. Heilige Musik. So. Ich glaube, du wirst bald den Geist aufgeben. Ich erlöse dich von deinen Qualen. So. Ah ja, du kannst übrigens, genau, dir eine Spritze reinrammen. Ich untersuche mir hier alles. Detta, Verbandskasten. Mann, Musik, hör mal auf.
Sei jetzt nicht so nervös. Ist das Geld? Nee. Panzer brechen, also. Die Munition haben wir auch nicht gewechselt. Ich weiß nicht, wie es geht. Hab ich vergessen. Ich benutze die Munition nicht. Ich benutze nur die. Ah! So. Sie sind. Yo! Yo! Sie sind. Das hat sie jetzt angehört, das hätte mit dem Strohhalm. Sieht schon auf. Alter, die Leute hier. Naja. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Stell dir vor, du bist so... Gibst dich in die Hände eines Arztes. Bekommst nichts mit, natürlich, weil du unter Narkose stehst und so. Und dann fängt er einfach mittendrin an, den Verstand zu verlieren und dann hier rumzuschnippeln. Als wärst du ein Thanksgiving-Hühnchen. Alter. So, den Steinman kann ich untersuchen, natürlich. Selbstverständlich. Da hinten schauen wir gleich weiter. Aber zuerst. Notschlüssel. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Zuschauer. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ach Gott. Das macht die hier alle wahnsinnig, dieses... Safe! Dieses, dieser Ort hier. Nö. Das da brauche ich. Hier nach unten. Und dann so und dann. Das wollte ich gar nicht. Da ist ein Grades, sehr schön. Noch ein Grades, immer gut. Und dann so und noch den hier. Einmal rüber und schon ist es fertig. Das ist aber ein süßer kleiner Safe. Eve ist bereits voll. Alter, drei Verbandskästen für den Scheiß und dann liegt hier noch einer. Na gut, ich spiele es auf leicht, also bin ich zu gut für das Spiel. Wenn die Stromleitung ins Wasser kommt. Da ist eine Medistation. Naja, sehr viele Medikamente hier im Kreissaal. Warum heißt es eigentlich Kreissaal? Ist es in der Form eines Kreises oder? Ach, was ist der Teufel? Oder Steinman? Na gut, gehen wir wieder. Foyer! Wenn jemand der Probleme macht. Ha! Gut. Du musst nicht auf mich schießen. Ich gehöre zu dir. Gut. Ganze Haufen der Damen hier. Aber hübsche Klamotten haben sie auf jeden Fall. So, was mit dir? Okay, du chillst. Du bist tot. Oder? Moment, Entschuldigung. So. Jetzt fühle ich mich besser. Komme ich da eigentlich irgendwie hoch? War die vorher auch schon da? Ich glaube, die hat jemand. Okay, die hat jemand kaputt gemacht, die Medistation. Was ist das? Nee, nicht hacken. Kann ich das da mitnehmen? Nein. Da. Steht da dein Verlangen? Okay. Da hoch komme ich nicht, oder? Irgendwie. Ich glaube nicht. Mal kurz. Schaue ich nochmal ganz schnell. Ob ich da. Nee, komme ich nicht.
Das ist, glaube ich, von hier irgendwie. Ah, von da wahrscheinlich. Aber nicht für uns. Okay, ist einfach nur zum Anschauen. Hopp, hopp. Gut. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Ah, was ist jetzt los? Was war das? Ich habe überhaupt nicht erkannt, was da jetzt war. Oh mein Gott. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Wo? Wo? Was? Der hat das jetzt aber sehr geflüstert. Das habe ich kaum gehört. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, oh nein. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Sie sind die... Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte, tu ihm nicht Wieso? Weh. Hast du kein Herz? Was haben Sie damit zu tun? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Was soll ich jetzt tun? Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Ich dachte gerade, da ist was, aber nee. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ach Gott, was machen wir denn mal? Kann ich eigentlich... So aus Interesse halber. Warte mal kurz, ich speichere. Ich speichere mal lieber. Neue Speicherdatei. Das PlayStation 4 System. Ich habe keine PlayStation 4. Wow, die ist sturdy. Du kannst sie nur retten oder ausbeuten, Mann. Schieß doch nicht auf die Olle. Entschuldigung. Kindchen. Ich rauche erstmal eine Zigarette vom... Ja, ist ja gut, da war gerade wer. Soll ich sie ausbeuten oder retten? Wer stört denn da jetzt in dieser wichtigen Mission? Was sind da drüben? Bandagen, nehme ich mal. Retten oder ausbeuten? Beim Ausbeuten kriege ich mehr. Aber ich spiele auf leicht, also... Habe ich jetzt richtig gedrückt? Ja. Ja, ja. Das war schon richtig. Ist alles gut. Ich war kurz so, das ging so fix. Er hat sie gepackt. Was vorbei war es. Oh Gott, bist du hässlich. Gollum! Ja, komm! Du schaffst es! Woo! 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 Entschuldigung, warte, ich geh mir aus dem Weg. Wie geil! Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Erde, wie du kriegen kannst. Gott, sind das hässliche Kinder. Alles klar, Mann. Okay, Mann. War das schön. Unsere Blumen sind eine Wonne. Was geht denn hier ab? Schlaue Daddys lassen sich im Garten splicen. Naja. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken. Sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Cool. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt,
stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Na, die Großen werden nicht von den Kleinen zurückgehalten werden. Naja. Gen-Upgrades. Ich habe nur 80. Was haben wir denn da? Zorn macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Vielleicht auch Eve. Ja. Ihr Maximum Eve? Ja, schon. Ich habe nur 80, also entweder die physischen Schienen brauchen wir ja nicht. Wir spielen ja auf der Eve-Upgrade. Du kannst jetzt mehr Eve aufnehmen. Cool. Und das war's. Wie kann ich denn meine Dingens wechseln? Ich dachte, beim Gatherer's Garden kann ich die... Oh, wollte ich nicht. Die Dingens auswählen wieder. Weil er hat nur zwei Slots frei. Und ich dachte, beim Gatherer's Garden kann ich mir... Vorschau? Oh, nein. Nee. Nee, offenbar nicht. Okay, keine Ahnung. Also setze ich mich damit auseinander. Später, wenn ich alleine bin. Alleine. Als ob ich das nicht jetzt gerade auch bin. Wo sind wir denn jetzt wieder? Sind wir wieder am Anfang? Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will. Achso, ja, jetzt labert der Typ wieder. Was? Bist du wahnsinnig? Aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ja, aber Wynnette! Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Alter, als ob das so einfach ist. That's scary, man. Okay. Sorry, aber der ist umgekippt. Jack. Sorry, Schätzchen. Oh, geil, Geld. Retten. Doch. Du gibst mir jetzt... Hör auf damit. So. Wie er sie immer wegschützt. Fuck you. You know, you're no longer of use. Entschuldigung. Du kannst dir nichts tun. Und dafür heben wir die Munition auf. Ja, verpiss dich doch einfach. Ist mir doch egal. Du bist nicht mehr süß, wenn du kein gespleistes Monster mehr bist. Drücke rüber, um dein Spiel zu speichern. Ja, ja, das machen wir doch gleich. Wir hören jetzt dann eh bald auf. Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt. Achso, zum Notzugang, muss ich? Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Ist er da oder nicht? Hua! Wir wissen es nicht. Hallo, irgendwer wieder hier? Neue Leute? Aus Stress. Nein, was ich vertragen könnte, ist eine Aufnahmepause. Hui! Oh Gott. Okay. Dass sie sich immer bedanken, ist unglaublich. Ja, mach da... Oha! Falscher Knopf, sorry. Ich wollte eigentlich die Telekinese. Ja, aber wo? Der Typ! Oh Mann. Ist er jetzt tot? Ich glaube schon. Ich kann es nicht sagen. Der ganze Rauch macht mir ein wenig zu schaffen. So. Falscher Knopf. Den wollte ich hier. So, und jetzt aber. Falscher Knopf. Benutzen. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke. Yay! Ja! Ich weiß, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Tja! Irgendwie vertraue ich dir nicht, mein Guter. Ich weiß nicht wieso, aber... Ah, na gut. Ja,
Ja, nee. Ich speichere hier und mache eine Aufnahmepause, beziehungsweise beende auch den Livestream. Ja, er ist doch schön gelaufen. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü. So, ja, ja. Das ist schon in Ordnung so. Ja, gut. Ja, damit war das der erste Livestream. Ja, war ganz schön. Auf jeden Fall spannend, das Ganze so zu machen. Nächstes Mal geht's weiter. Und ja, Bioshock macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Also gut, dann beende ich mal den Stream. Bye, Leute!